Nun dir Volk Jürgen Hart, der ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Kollegen, wenn man in diesen Tagen in Großbritannien ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass mich im Studium mal überkommen ist. Man büffelt wochenlang für eine Klausur. Man geht in die Klausur rein, man schreibt 5 Stunden, man geht aus dem Hörsaal raus. Man hat das Gefühl, mehr als eine 4 ist es nicht geworden, aber man ist einfach nur froh, dass es vorbei ist. Und ich glaube, das ist die Stimmung, die im Augenblick in Großbritannien herrscht. Der Schalter ist umgelegt auf Brexit. Deswegen haben die Bürgerinnen und Bürger auch Boris Johnson gewählt, wenngleich man auch darauf hinweisen muss, dass natürlich der klare Wahlsieg der Tories bei diesen Wahlen auf das Mehrheitswahlsystem zurückzuführen ist. Denn wenn man die Prozente zusammen erzählt, die die Parteien erzielt haben bei der Wahl im Herbst 19, diejenigen, die für den Brexit waren und diejenigen, die zumindest für ein zweites Referendum waren, so steht es 46 auf der Seite, 45 auf der Seite der klaren Befürworter des Brexit, 51% auf der Seite der, die eigentlich mindestens ein zweites Referendum wollten. Also die Stimmungslage im Land ist weiterhin gespalten und ich glaube tendenziell eher Brexit-kritisch. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Regierung Großbritanniens bis Ende des Jahres auch tatsächlich die Übergangsphase beenden will, also ein Abkommen erreichen will. Deswegen haben wir in unserem Antrag ja im Übrigen geschrieben, dass wir der Meinung sind, dass ein EU-Only-Abkommen der richtige Weg ist, weil etwas, was in den Mitgliedstaaten dann auch noch ratifiziert werden muss, gar nichts erreichbar ist bis Dezember. Insofern hätte die FDP, also diesen Punkt zumindest auch bei uns machen können. Aber das wird uns nicht daran hindern, gemeinsam hier in diesem Hause diesen Prozess zu begleiten. Ich möchte 3 Punkte herausgreifen, die für mich als Außenpolitiker besonders wichtig ist. Ich finde es total wichtig, dass wir mit Großbritannien eine enge Sicherheitspartnerschaft weiter pflegen. Und zwar nicht nur als treue Verbündete innerhalb der NATO, sondern eben auch, was die europäischen Anstrengungen der Außen- und Sicherheitspolitik und der PESCO und der Rüstungszusammenarbeit angeht. Die PESCO ist grundsätzlich so angelegt, dass sie nur EU-Mitgliedern offen steht. Ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, ob man im Rahmen eines solchen Vertrages über die zukünftigen Beziehungen EU-Großbritannien auch einen Weg findet, den Briten den Weg zu öffnen, einmal zum Europäischen Verteidigungsfonds, wenn sie sich an Rüstungsprojekten, an der Entwicklung von Verteidigungswaffen beteiligen wollen und zum anderen, wenn es eben darum geht, diese PESCO-Projekte selbst mit zu unterstützen. Das könnte, wie ich finde, ein Element dieses Vertrages sein. Der zweite Aspekt, den mir besonders wichtig ist, es darf als Ergebnis dieses Austrittsvertrags oder dieses zukünftigen Beziehungsvertrages nicht eine Situation entstehen, in der Nordirland so eine Art Zwitterstellung einnimmt. Ich hielte es sowohl für unsere Wirtschaft als auch für die britische Wirtschaft für problematisch, wenn man als Unternehmen in Nordirland faktisch freien Zugang zum Binnenmarkt hat, eben über die nicht vorhandene Grenze zwischen Nordirland und Irland, aber gleichzeitig eben auch volles Mitglied in Großbritannien ist. Ich glaube, das würde Nordirland zum Gunsten der Bürger Nordirlands, aber zum Schaden der anderen möglicherweise in eine Situation bringen, die uns als Binnenmarkt schadet, die letztlich allerdings auch natürlich dem übrigen Großbritannien schaden würde. Und deswegen glaube ich, dass auch dieser Vertrag klar regeln muss, dass auch bestimmte Sonderstellungen in der Wirtschaftsbeziehung, die vielleicht für Nordirland jetzt gerechtfertigt sind, dann aber dauerhaft entsprechend verändert werden. Und das Dritte, was ich erwähnen möchte, ich glaube, dass wir über die Beziehung EU-Großbritannien hinaus auch als Deutsche ein starkes Interesse daran haben, den langjährigen, jahrhundertelangen Freund Deutschlands, Großbritanniens, eng an uns zu binden. Und ich glaube, der Vorschlag, den wir bereits letztes Jahr einmal im Rahmen der Königswinterkonferenz in Oxford diskutiert haben und der mein Kollege Norbert Röttgen und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Unterhauses, Tom Tugendhat, entsprechend vorgeschlagen haben, dass wir auch prüfen sollten, ob wir mit der britischen Regierung, mit dem britischen Parlament, mit dem britischen Volk einen britisch-deutschen Freundschaftsvertrag schließen, in dem wir, ähnlich wie wir das mit anderen Ländern haben, eben Fragen des bilateralen Jugendaustausches, der bilateralen Kulturbeziehungen und so weiter und so fort entsprechend weiterentwickeln, dass wir daran gehen. Das wären 3 Dinge, die ich noch gerne zur Debatte beitragen würde. Und ansonsten freue ich mich, dass es doch insgesamt auf dem Weg der EU mit Großbritannien hier in diesem Haus doch eine breite demokratische Unterstützung gibt. Herzlichen Dank.